Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fiesta Online. Ich bin's, der Black. Ja, ich wollte ja heute ein bisschen darüber erzählen, was in dem Sturmwochenende so am Ende nach dem Feuerwehreinsatz passiert ist. Ich habe ja erzählt schon in der Ende der letzten Folge. Wir sind mein Vater und ich sind dann nach Hause gefahren und sind in Richtung unserer Garage gefahren, die in einer anderen Ortschaft ist, wo mein Bruder seine Garage daneben hat und seinen Garten dahinter. Ich hatte den Vorschlag gemacht, dass ich dort selbst oder dass wir ihn einfach anrufen und dass er mal gucken kann, dass da kein Baum auf dem Ding gefallen ist, dass da alles in Ordnung ist. Aber mein Vater meinte, naja, es liegt nicht ganz auf dem Weg, aber die 10 Minuten Umweg machen es jetzt auch nicht. Also haben wir das gemacht, sind halt auch dorthin geeiert und als wir dort ankamen, ist vor uns halt auch schon ein Auto quasi in die Einfahrt zu den Garagen eingebogen, was übrigens mein Bruder war. Ja, der und seine Frau sind da auch direkt hingefahren, weil, da gab es auch schon Problemchen. Denn ein Baum ist zwar nicht aufs Haus, aber in den Garten gefallen von meinem Bruder, der den Garten direkt dahinter hat, wirklich direkt im Anschluss. Hat halt da auch den Zaun zerstört und lag da halt nun drin. Die Feuerwehren waren noch unterwegs. Der Baum selbst, der war halt umgefallen, hat den Zaun kaputt gemacht. Glücklicherweise nur den Zaun, nicht das Tor. Den Zaun konnte man relativ schnell reparieren, denn der wird nämlich gebraucht, denn immer wenn die zwei auf Arbeit gehen, die haben den größeren Hund, dann lassen sie den Hund im Garten und lassen ihn quasi dort da rumtollen. Aber dadurch, dass das muss natürlich abgesperrt sein, sonst würde das nicht so funktionieren. Da hat mein Vater dann irgendwann gesagt, ja, ich fahre dann nachher nochmal her, schneide den Baum halt noch weg mit unserer eigenen Kettensäge, damit halt nicht die Wehren dieser Ortschaft da, die waren nämlich auch schon alle draußen natürlich hatten auch schon alle genug zu tun, damit die nicht da auch noch hin mussten. Ist das wahrscheinlich auch so geschehen. Ich habe das in der Form gar nicht mehr mitbekommen, denn mein Brüderchen hatte die ganze Zeit so eine kleine junge Miezekatze auf dem Arm gehabt. Ich habe schon gedacht, nu, warum hat er wieder eine Miezekatze? Gerade bei seinem größeren Hündchen. Er verträgt sich ja eigentlich nicht so gut. Die hat er dann auch irgendwann runtergelassen. Da habe ich gesagt, okay, meine Mieze, würde ich nur runterlassen, wenn sie ein Freigänger ist oder sowas in der Art. Die ist dann aber auch in der Nähe geblieben, kam direkt zu mir, hat geschnurrt und geschnurrt und geschnurrt. Eine kleine Junge hat aber gefroren. Ich dachte schon, warum nimmt er die nicht mit rauf, wenn es schon seine ist? Hat ihn darauf angesprochen und er hat gemeint, nö, das ist nicht meine. Die hat irgendein Idiot hat die hier vor ein paar Tagen ausgesetzt oder vor ein paar Wochen, glaube ich schon, und hat gesagt, hier ist ein Bauernhof in der Nähe, da passiert das wohl öfters. Diese ausgesetzte Katze, diese Arme, streunt jetzt die ganze Zeit dort rum und will eigentlich immer nur ins Warme so weiter und so fort. Und mein Bruder hat halt gemeint, ja, wir können sie leider nicht aufnehmen, sonst hätten wir sie schon längst mit nach Hause genommen. Ja, ihr könnt euch sicher denken, was passiert ist. Ich habe gesagt, okay, ich rufe mal meine Frau an und frage mal, was sie meint. Ich wusste ja, dass sie auf jeden Fall eine Katze haben wollte. Das ist eine kleine, junge, süße und halt auch ganz schnurrig und sehr offen gegenüber. Kam direkt quasi, obwohl sie mich nicht kannte, und hat versucht, sich quasi bei mir einzuschleimen, sozusagen. Also hat bei mir rumgeschmiert und so weiter und so fort. Mein Bruder hat sie auf die Schulter genommen, da ist sie dann eher bei ihm auf den Kopf gekrabbelt, hat sich auf den Kopf gesetzt und geschnurrt. Ich habe sie dann von ihm übernommen. Wo er sich auch direkt auf die Schulter gesetzt hat, weil meine Mütze war nicht, Kopfkrabbel geeignet. Und hat dort weiter geschnurrt, mir mit ihrem Köpfchen im Gesicht rumgeschmiert. Was ist das? Oh, guck mal an, das sehe ich jetzt erst. Hier die Anzeige von wegen der Laufleistung ist weg. Das sehe ich jetzt erst. Ich weiß nicht, ach hier, das ist wieder da. Okay. Ich dachte schon, das hätten sie rausgepatcht. Der Halloween-Patch ist übrigens raus. Die Münzen können noch eingetauscht werden, nur für den Fall, dass das nicht wisst. So. Allerdings, wie gesagt, war es halt so, dass sie rumgeschmiert und rumgeschnurrt hat. Und sie war halt sehr offen. Wäre sie scheu gewesen und wäre direkt weggerannt, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, nee, dann lasse ich sie da. Aber dadurch, dass die so rumgeschmust hat und mein Bruder schon erzählt hat, die will immer nur ins Warme. Die haben die hier in der Nähe ausgesetzt, weil viele Leute denken, ja, hier kriegen die was von dem Bauernhof zu futtern, aber so viele können die gar nicht machen. Und warum sollen
Und man kann auch verstehen, dass die das nicht bei jedem machen, weil letzten Endes, sie können nicht jede Katze, die da ankommt, durchfüttern. Das wird halt viel zu schwer. Deswegen wurde halt gesagt, wir können da nichts tun. Mein Bruder hat gemeint, ja, ich würde sie gerne mit nach Hause nehmen. Ging aber nicht, weil wegen großer Hund und so. Ich habe dann halt meine Frau angerufen und die hat gesagt, ach ja, bring sie mit. Die Frau meines Bruders hat meiner Frau dann direkt noch ein paar Bildchen geschickt, damit sie gleich wusste, worauf sie sich einlässt. Diese paar Bildchen haben meine Frau noch mehr überzeugt, weil, wie gesagt, mein Frauchen wollte, wenn sie den Haustiere wollte, mal eine Katze. Aber wir hatten halt gesagt, eigentlich erst, wenn meine Wüstenrennmäuse weg sind, denn ich habe ja noch ein paar Wüstenrennmäuse und ihr wisst ja, wie das ist, Katze und Maus vertragen sich meistens nicht ganz so. Zumal das hier ja auch eine Streunerkatze war, das heißt, die musste sich durch Jagen durchaus ein bisschen versorgen. Habe ich mich entschlossen, die mit nach Hause zu nehmen, was ich dann auch getan habe. Als sie denn zu Hause angekommen war, die kleine Miezekatze, beziehungsweise nicht, als sie zu Hause angekommen war, mein Bruder hat noch gesagt, hier, ich gebe dir einen Karton mit, damit sie nicht im Auto rumläuft, haben sie dort in einen verschlossenen Karton reingesetzt, wo nur zwei von den Griffen quasi offen war. In der Regel ist es ja so, dass dann die meisten Tiere ein bisschen nervös werden, gerade wenn sie bei fremden Sachen dort eingesperrt und reingestellt werden und auf einmal wird er zugemacht und die kommen da nicht mehr raus und haben da nur noch kleine Löchlein, aber die Katze selbst, die hat den Kopf dort reingestreckt und hat sich dann quasi, wenn sie den Finger reingesteckt hast, hat er daran rumgeschmiert, anstatt rumzuspielen, hat sie geschmiert wie eine Wilde. Oder sagen wir mal, nervös zu reagieren. Im Gegenteil, sie hat, wenn dann nur noch mehr geschnurrt. Was wahrscheinlich die Entscheidung durchaus richtig gemacht hat. Riecht das jetzt wieder aus hier? Ich will das nicht. Naja, ist egal. So, geht schon von alleine aus beim nächsten Mal. Hier wollte ich lang. Jedenfalls war es halt so. Hab diese Schmierereien verschmieren lassen. Und verfrieren lassen oder was auch immer. Schellers brauchen wir, Babyleibhuhns und ein schwarzes Herz. Schlimmer schwarzer Nebel, aber ich glaube, das wird wohl eher weniger was, weil das brauchen wir da drin. Leibhuhns, ich mache jetzt mal Leibhuhns, damit ich weiter erzählen kann, ne? Jedenfalls war es halt so, dass ich sie dann irgendwann mit nach Hause gebracht habe. Und zwar mit einer wirklich problemlosen Fahrt, anders als ich erwartet habe, hat sie überhaupt keine Probleme gemacht. Im Gegenteil, es sah wirklich so aus, als würde sie gerne mitfahren. Ob das der Fall ist oder nicht, kann man bei einer Katze natürlich nie genau sagen. Aber es sah wirklich so aus, als wäre es genau das, was sie sich gewünscht hätte, dass sie ins Warme kommt. Zumindest das, würde sie sich gewünscht haben, weil das war nasses, kaltes, mistiges, windiges Wetter. Wir haben sie dann halt mit hochgenommen. Mein Vater und ich. Mein Vater ist in seine Wohnung. Ich bin dann drüben rein, wo mein Frauchen mir direkt entgegenkam. Ich habe den Karton auf den Boden gestellt, habe ihn aufgemacht. Drin lag dann halt die Miezekatze. So bequem war schöne Fahrt. Könnte man nochmal machen. Aber jetzt bin ich ganz froh, dass es hier schön warm ist, schön kuschelig. Nachdem ich dann den Karton aufgemacht habe, hat sie so langsam den Kopf rausgesteckt. Meine Frau hat sie das erste Mal gesehen und andersrum. Hat auch ganz froh ihren Finger rein. Natürlich auch da wieder dran rumgeschmiert. Und kam dann halt so langsam aus dem Karton gekrabbelt. Das waren die ersten paar Minuten von unserer neuen Katze. Damit hatte ich ein neues Haustier. Hat natürlich nicht lange gedauert, dann hat sie auch die Dingens entdeckt, meine Wüstenrennmäuse, die jetzt hier hinten im Aufnahmezimmer stehen, weil sie dann doch auf die Jagd nach den Wüstenrennmäusen gegangen ist. Relativ schnell natürlich, aber war ja zu erwarten. Wie gesagt, der Jagdinstinkt, die Katze hat ja noch nichts Großartiges. Dadurch, dass mein Vater selber ja auch eine Miezekatze hat, hat er auch Katzenfutter gehabt. Das heißt, das Erste, was wir gemacht haben, haben ihr ein bisschen Futter hingestellt, worauf sie sich natürlich gestürzt hat, wie nichts Gutes. Und haben uns auch von meinem Vater leihweise ein Katzenklo, ein zweites, was er hat, geholt. Das Futter hat sie natürlich verschlungen und so weiter und so fort. Aber man hat ja auf jeden Fall gemerkt, ja, ganz gesund ist sie natürlich nicht. Sie hat permanent, oder was heißt permanent, sie hat des Öfteren genießt. Wir haben uns dann sowieso gesagt, na, das, was man sowieso macht, wir gehen mit der Katze erstmal zum Tierarzt. An dem Tag ging es ja nicht.
War ja, ja, war zu spät dafür. Oder, nee, war Sonntag. Wir sind dann am nächsten Tag losgegangen. Ja, Sonntag geht's nicht. Am Montag sind wir dann hin. Zum Tierarzt, haben glücklicherweise einen gefunden, der auf hat, weil Dienstag war ja bei uns Feiertag. Und naja, mit dem Tierarzt selbst, der hat sie dann untersucht, hat gesagt, ja, hier Milben halt im Ohr, also Parasitenbefall, ganz normal, wenn sie draußen rumrennt, ein bisschen was, das müssen wir behandeln. Und natürlich eine eitrige Entzündung, so eine Art, ja, eitrige Erkältung, eitriger Schnupfen, den müssen wir mit Antibiotika behandeln. Da hat sie halt noch zwei tapfere Spritzen bekommen. Ja, die eine hat sie sehr gut überstanden. Die zweite, die hat da wohl ein bisschen mehr wehgetan. Da hat sie sich dann umgedreht, hat einen angefaucht, den Onkel Doktor. Aber ja, auch das hat sie sehr gut überstanden. Ja, dann haben wir sie mit nach Hause genommen. Sonst ging es ja wohl so halbwegs gut. Ja, haben noch ein paar Pflege- und Futtertipps gegeben, was man bei der jungen Katze da halt machen soll. Haben herausgefunden, dass die Mimi, so wurde sie von meiner Frau getauft, dass die Mimi erstens ein Weibchen ist und zweitens so um die 6 Monate alt ist. Nicht viel mehr, aber auch nicht viel weniger, also noch weit unter einem Jahr. Und naja, haben sie mit nach Hause genommen. Hinzu zum Onkel Doktor hatten wir sie in so einem Katzen ja, Korb drin, den man halt hier die durch die Gegend fahren kann. Wie nenne ich es denn am dümmsten? Also, ja, mit dem man durch die Gegend fahren kann. Die Katzen, das war ja am Anfang nicht so geheuer. Da wollte sie erst nicht rein und war auch sehr, sehr, sehr ruhig und sehr nervös. Er hat zwar nicht geschmiert oder hat zwar nicht gefaucht oder ähnliches, aber sie wollte da nicht unbedingt raus. Vielleicht war es halt, hat sie halt gedacht, dass sie wieder ausgesetzt wird. Nur eine Spekulation natürlich. Aber es war ja nur halt so, die Katze hat irgendjemand ausgesetzt und möglicherweise hat er auch so ein Körbchen gehabt, hat sie da reingesetzt, hat sie hier hingefahren, da wo wir sie geholt haben, bei den Garagen, und hat sie da wieder rausgelassen und dann war er weg. Vielleicht hat sie da ein bisschen Sorge gehabt, dass ihr dasselbe wieder passiert, weil sie halt wirklich sehr, 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 sehr still war. Erst als wir dann beim Tierarzt ins Haus gegangen sind, hat sie wieder angefangen zu schnurren und zu schmieren. Ja, hat sogar den Tierarzt, sowie die Schwester, die dabei war, angeschnurrt. Bis zu der Spritze zumindest. war auch guter Dinge. Und auch als wir dann dort raus sind, hat sie dann weiter geschnurrt im Auto. Das hast du richtig schön gehört. Sind nach Hause gefahren, weil sie wahrscheinlich auch zu dem Zeitpunkt vielleicht schon gewusst hat, ja, okay, wenn die mich schon dahin schleppen, die setzen mich nicht ohne weiteres aus. Beim letzten Mal lief das anders. Vielleicht, ich weiß es nicht, Spekulation. Katzen sind ja nicht dumm. Haben wir das halt so gemacht. Natürlich übrigens, falls jetzt immer jemand schreibt, Blake, du vermenschlichst ihre Gedanken vollkommen. Das kann durchaus sein, ist halt so. Ja, jedenfalls haben wir sie dann nach Hause geschafft, sind dann danach nochmal einkaufen gefahren. Wir brauchten ja noch ein bisschen was für die Mieze. Zum einen halt ein eigenes schönes Katzenklo haben wir gekauft. Was sie übrigens direkt angenommen hat, sie hat ein bisschen Durchfall auch noch gehabt, aber ja, davon ist ein bisschen was daneben gelandet, weil es halt noch am Popo hing, als rausgegangen ist. Ja, das war das Einzige, da lag manchmal ein bisschen was davor, aber die war direkt stubenrein. Das heißt, es ist schon, man fragt sich wirklich, warum man so eine liebe süße Katze einfach aussetzt. Also ganz ehrlich, es ist eine Frechheit, muss man nicht anders sagen. Die Katze war absolut stubenrein, ist sehr offen, ist sehr schmierfreudig, ist kein Eigenbrötler, wie es ja manche Katzen sind. Da kannst du ja, da gibt es ja wirklich welche, die wollen lieber die ganze Zeit für sich allein sein. Nein, diese Katze kommt immer an und schmust und schmiert. Im Prinzip, wenn ich hier hinten aufnehme, dann sitze ich hier alleine. Die Katze sitzt vorn, macht auch keine Dummheiten, aber sobald ich hier gleich nachher die Aufnahme beende, zur Tür rausgehe, kommt die Mietzep-Katze mir hinterher und egal, wo ich dann da hinrenne, sie läuft mir im Prinzip hinterher. Du musst wirklich vorsichtig sein, wo du hinläufst, dass du nicht über die Mieze stolperst oder sie, was weiß ich, am Ende noch versehentlich durch die Gegend schiebst oder schießt. Das wollen wir ja auch nicht. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, sie ist sehr zutraulich und so weiter und so fort und ja, mittlerweile auch ein bisschen verspielter. Man merkte schon, sie war krank. Mittlerweile dreht sie ein bisschen auf, ist auf Entdeckertour und so weiter und so fort. Hat sich auch gut eingelebt und ja, schnurrt im Prinzip den ganzen Tag. Und in der Nacht, ja, die ersten Nächte war es natürlich so, dass er draußen schlafen musste. Mittlerweile hat meine Frau das eingebürgert, dass er durchaus auch mit ins Schlafzimmer darf. Ja, zu meinem Leidwesen muss man sagen, denn sie liegt halt permanent irgendwo auf mir drauf. Meistens heute Nacht kam sie dann irgendwann an, war mal was futtern.
ein bisschen Trockenfutter und sowas in der Art. Und heute Nacht kam sie dann an, hat sich quasi neben mir aufs Kopfkissen gesetzt und direkt ja, mir die Nase mit dem Pfötchen zugehalten. Ohne Krallen oder sowas, sondern halt ja, die Nase mit dem Pfötchen. Zuerst ist er mit dem Körper ran, hat geschnurrt. Da habe ich sie ein klein wenig weggeschubst, habe gesagt, nicht die Nase. Da hat sie sich dann halt ein klein wenig weiter weggelegt, hat aber die Nase mit dem Pfötchen zugehalten. Na ja, toll. Hab mich dann halt auf den Rücken gedreht, was dazu geführt hat, dass sie mir dann hinterher geschnüppelt ist und sich vorne auf die Brust gelegt hat. Also auf meinen Brustkorb. Ich habe ja keine Brust. Keine Diddies. Naja, die Miezekatze war halt, hat sich da recht wohl gefühlt. Einen Tag später waren wir dann halt auch nochmal zum Tierarzt. Und haben uns nochmal eine zweite Antibiotika-Folgespritze abgeholt und haben nochmal quasi eine Nachuntersuchung direkt gemacht, zwei Tage danach. Ja, die Erkältung nicht, sie niest immer noch ein bisschen, aber die ganzen Entzündungen sind auf jeden Fall am Abklingen. Und ja, das ist das Wichtige. Ihr geht's merklich besser. Noch nicht gut, aber merklich besser. Und ja, ich freue mich natürlich. Und wie gesagt, Die Tierärztin hat auch gesagt, ja, da hat sie wirklich Glück gehabt, dass sie vor dem Winter noch so eine liebe Familie gefunden hat, wo sie unterkommen kann, weil, ja, die wäre jämmerlich verreckt, die arme Mieze. Weil die war schon, sagen wir mal, geschädigt durch die Erkältung und das ganze Theater, die hätte den Winter niemals überstanden, haben sie gemeint. Und, ja, es wäre wirklich schade drum. Und, ja, da bin ich halt froh, wir haben jetzt ein neues Haustier und, naja. Da muss ich jetzt mitleben. Aber das Schlimmste, nämlich das Katzenklo sauber machen, das macht meine Frau immer, weil sie sich ja eine Katze gewünscht hat. Und da bin ich ganz zufrieden mit. Mit mir schmust sie dafür mehr. Ich habe dafür meistens in der Nacht ein bisschen mehr Problemchen. Muss auch manchmal aufpassen, weil meine Frau ist halt so eine Grobmotorikerin, kann man es nennen. Im Bett wirft sie sich gern hin und her. Das heißt, wenn sie sich umdreht, dann dreht sie sich nicht ganz normal um, sondern ja, ist fast wie ein nach oben springen und in der Luft drehen und unten wieder aufkommen. Habe ich früher übrigens auch gemacht. Habe ich mir bei einer ehemaligen Freundin mal irgendwann gewöhnt, weil, ja, ich habe sie permanent damit geweckt. Und, naja, mittlerweile muss ich das wohl meiner Freundin auch abgewöhnen, weil oft genug ist es halt so, dass die Miezekatze da, wenn sich zwischen uns legt und wenn sie sich im Bett hin und her wirft, ja, kann sein, dass sie irgendwann mal auf die Miezekatze springt. Zweimal habe ich das schon zufälligerweise mitbekommen und habe sie gerade noch so rüberschubsen können, um die Mimi zu schützen. Ja, ich muss echt mal mit meiner Frau reden. Entweder müssen wir sie wirklich wieder draußen lassen, weil zur Sicherheit der lieben Katze, oder aber meine Frau muss sich da umgewöhnen. Ja, müssen wir mal gucken. Mir wäre beides recht, weil die Katze schläft ja auch gut alleine, macht auch keine Dummheiten großartig. Naja, guck mal, da ist er hier oben. Mietz, Mietz. Naja, macht halt keine Dummheiten. Und weil sie keine Dummheiten macht, wie lange habe ich das eigentlich noch? 10 Tage, okay. Und weil sie keine Dummheiten macht, ist es natürlich so, dass die Dummheiten, die sie nicht macht, wie gesagt, sie kommt auch gut allein zurecht. Sie war ja die ganze Zeit allein, aber sie freut sich halt auch immer, wenn jemand da ist. Und deswegen werde ich jetzt hier die Folge beenden, werde die noch schnell zum Rendern schicken, hochladen, dass ihr für den letzten Freitag eine Folge habt und werdet dann auch ja, ganz friedlich und nett und freundlich sehen, dass ich mich dann, oder ich werde die Folge noch zum Rendern schicken, zum Schneiden, dann hochladen und dann schnell vor und mich vorne auf die Couch setzen, da noch ein bisschen YouTube gucken und ja, mich mit der Katze unterhalten. Beziehungsweise sie wird sich auf meinen Schoß setzen und schnurren. So wird es wahrscheinlich laufen. Leute, auf jeden Fall danke, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst einen Daumen nach oben da. Ihr könnt ja mal ein paar Comments da lassen, was ihr meint. Habt ihr Haustiere? Was hättet ihr gemacht? Hättet ihr sie mitgenommen oder eben nicht? Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.